Friends for Nature, das neue Adoptionsprogramm, seit wir praktisch in Yaroumenteng die Adoptionen beendet haben, wird diese Station von uns unterstützt, COP, oder COP, Center of Orang-Utan Protection. Im Moment machen wir 3 Adoptionen. Ich hoffe, nachdem wir das hier alles filmen werden und zeigen werden, wie das hier alles abläuft, dass wir in Zukunft viel mehr Adoptionen bekommen werden. Und auch weitere Zusammenarbeit mit Friends for Nature und COP ist geplant. Es ist doch sehr schwierig, Worte zu finden. Wir sind hier bei den Opfern, also dort angekommen, wo das Ganze wieder von vorne beginnt. Also ob die hier als Mütter ankommen, als Babys, als Erwachsene. Sie sind auf jeden Fall Opfer und werden hier auf ein Leben in Freiheit vorbereitet. In mühevollster Kleinstarbeit. Das Baby, das hier sitzt, ist hergekommen, war keine 14 Tage alt. Die Nabelschnur war noch nass. Die Ersatzmutter musste alle 2 Stunden nachts aufstehen, Milch geben. Sehr viel Arbeit, um das Tier dann praktisch in 7 Jahren hoffentlich in einen bestehenden Regenwald auswählen zu können. Friends for Nature ist jetzt sehr froh, wieder einen Partner gefunden zu haben, mit dem wir das Adoptionsprogramm durchziehen können und vielleicht auch dann in Kürze weitere Aktionen durchführen können.